irgendwie magisch. So in der Ruhe am Gipfel stehen, die letzten Sonnenstrahlen genießen. Aber was oben ist, muss halt auch wieder hinunter. Und wer so ungern zu Fuß geht wie ich, muss halt mit dem Radl fahren. Ich bin der Gerhard, ich komme aus Innsbruck und in meiner Freizeit findet man mich meistens auf dem Radl bzw. auf verschiedenste Radeln, weil ich brauche die Abwechslung. Und für jeden Radl nehme ich irgendwas mit. Vom Linienlesen und Geschwindigkeit beim Downhillen bis zum Balancieren an der roten Ampel mit dem Stadtradl. Und wenn ich meiner Tochter beim Laufradeln zuschaue, dann lernt sie immer, mit welcher blanken Freude man das machen kann. Und die ganzen Disziplinen vermischen sich eh oben am Berg. Wie ich das erste Mal hingegangen bin und den Berg nur von Weitem gesehen habe, habe ich mal zuerst die Karten ausgetan, weil ich mir nicht vorstellen habe können, dass man durch die steile Felswand Radl fahren kann. Auf den zweiten Blick hat man dann aber die Linie gesehen, die durch den ganzen Berg geht. Ein Weg aus dem Dolomitenkrieg. Der ganze Gipfelbereich ist von Stollen durchzogen, in denen man teilweise sogar fahren kann. Besonders wenn man sich im Berg bewegt, dann wird einem vielleicht im Ansatz bewusst, was das damals im Ersten Weltkrieg für ein Wahnsinn gewesen sein muss. Und dann kommt man auf den Kriegsweg. Der ist ein bisschen leichter zum Fahren, aber total lässig, weil es immer über so Brücken und über Mauern gesichert dahin geht. Dazwischen gibt es aber auch immer wieder fahrtechnisch schwerere Stellen. Und man muss generell sagen, dass der Weg extrem ausgesetzt ist. Und Stürzen ist da absolut verboten. Als Worldrider geht es mir schon darum, möglichst alle Stellen zu fahren. Wenn es aber schwierig und ausgesetzt zugleich wird, dann muss ich mir schon sehr sicher sein, dass ich das kann. Sonst mache ich es einfach nicht. Sobald man den Kriegsweg verlässt, wechselt dann auch das Gelände und da kann man dann nochmal so richtig angasen. Und das gehört zu einer richtig guten Tour auf jeden Fall dazu.
gute Tour macht aus, dass sie einen ausgewogenen Mix hat und dass man Gaudi hat und dass man mit lässigen Leuten. Ach, Entschuldige. Servus. Morgen Radl fahren. Morgen ist Montag. Ich glaube, das kann hinhauen. Passt. Ciao.